Hey Leute, heute verschaffen wir uns einen ersten Überblick über die Game-Settings in Roblox Studio. Dafür gehen wir einmal rüber in Roblox Studio. Beim letzten Mal hat jemand geschrieben, dass F11 bei ihm nicht funktioniert, zum Vollbildmodus aktivieren und wieder beenden. Dann ist wahrscheinlich die FN-Feststelltaste aktiviert. Das haben häufig Laptops. Da kann ich euch dann auch nicht helfen. Ihr müsst euch mit eurem Gerät schon selber auskennen. Natürlich funktioniert das auch nicht, wenn ihr einen Mac habt. Da gibt es andere Tastenkombinationen, die ich auch nicht kenne, da ich auf einer Windows-Maschine arbeite. Wenn ihr Roblox Studio neu startet und euer schon erstelltes Spiel öffnen wollt, dann geht ihr hier oben links auf My Games. Da war ich eben schon drauf. Und dann klickt ihr einfach auf... Wir haben ihn Place 1 genannt. So, jetzt sind wir hier in dem Place drin. Oh, ich merke gerade, ich habe vergessen. Ah, stimmt, die Kamera hatte Probleme in der virtuellen Maschine. Das wollte ich ja noch fixen, habe ich vergessen. Naja, muss ich jetzt mit leben. Und in den Kommentaren meintet ihr auch schon, ich kann das neue Design bei Roblox Studio schon erzwingen, indem ich auf File gehe. Dann auf Beta-Features und dann hier bei den Beta-Features die New Icons aktiviere. Das kann ich machen, dann muss ich Roblox Studio auch neu starten. Ich wollte es beim letzten Mal nur nicht machen und auch nicht erwähnen, weil wenn diese neuen Icons bei euch schon komplett released sind, dann fällt der Schritt für euch komplett weg. Aber komm, wir sind jetzt wieder drin. Ich habe die neuen Icons in Roblox Studio drin. So sieht es dann in Zukunft aus. Oder falls ihr es in der Zukunft schaut, sieht es bei euch schon aus. Aber wie gesagt, es sind nur neue Icons. Sonst hat sich nichts geändert. Und um die Game-Settings zu öffnen, müsst ihr einfach nur hier oben auf Game-Settings gehen. Falls ihr die nicht seht, müsst ihr ganz oben links noch auf Home gehen. Wenn ihr auf Home seid, dann könnt ihr hier auf Game-Settings gehen. Und hier gibt es verschiedene Reiter. Der erste Reiter ist für die Basic-Info. Hier könnt ihr festlegen, wie heißt euer Spiel. Dann könnt ihr hier die Beschreibung festlegen. Die ist dann auch auf der Roblox-Seite zu sehen, direkt auf der Spielseite als die Beschreibung. Da solltet ihr natürlich reinschreiben, was ist das für ein Spiel. Roblox empfiehlt, dass ihr da die grundlegenden Steuerungen reinpackt, reinschreibt, was vielleicht bei Updates noch dazu kam. Und auch ein paar wichtige Tags, weil in der Beschreibung stehen die Tags, nach denen das Spiel gefunden werden kann. Wenn ihr aber die ganze Zeit Tags spammt, kann es sein, dass Roblox was gegen euch unternimmt, weil das ist nicht gerne gesehen. Dann könnt ihr ein Game-Icon festlegen. Das ist einfach ein Bild. Es kann ein JPEG oder PNG sein. Es sollte auch am besten Fall quadratisch sein, und das wäre dann das Vorschaubild von eurem Spiel. Ihr könnt ja auch auf New to Making Icons, Check the Icon Tutorial gehen. Das öffnet sich dann auch mit eurem Browser. Und das ist auch eine dieser schönen Dinge an Roblox Studio. An sich gibt es überall Hilfen. Ihr könnt überall Hilfe finden. Und dann kommt ihr auf diese wunderschöne, neu gemachte, oder falls ihr das Video in Zukunft seht, in der Vergangenheit neu gemachte Documentary Page. Die sieht jetzt viel schöner aus, die ist viel ausführlicher. Und hier steht dann, wie man am besten so ein Game-Icon macht, was man alles beachten müsste. Es ist auf Englisch. Falls ihr mit Englisch nicht so gut klarkommt, habt ihr vielleicht Browser-Erweiterungen, die die Seite für euch automatisch übersetzen. Aber hier wird es euch erklärt. Hier steht auch, wie ihr ein Icon hochladet und die Best Practices. Natürlich, es sollte eine gute Qualität haben, also nicht zu niedrige Auflösung. Es sollte quadratisch sein und nicht so aussehen. Es soll halt an sich schön aussehen, ne? Aber wie man Bilder gestaltet, das zeige ich euch in dieser Reihe nicht, weil hier geht es um Roblox Studio und nicht um Photoshop oder was auch immer ihr für Programme dafür verwenden wollt. Blender, Illustrator, GIMP oder was auch immer. Wenn ihr hier herunterscrollt, dann seht ihr auch schon Screenshots und Videos. Hier könnt ihr dann Banner festlegen. Die sind ja auch auf der Seite zu sehen. Wenn ihr auf das Spiel raufklickt, gibt es immer verschiedene Banner, zwischen denen ihr hin und her skippen könnt. Ihr könnt insgesamt bis zu 10 Items haben. Ihr könnt auch ein YouTube-Video hochladen. Aber ich glaube, das hat Robux gekostet. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber hier könnt ihr auf jeden Fall das Banner festlegen. Dann legt ihr noch das Genre fest. Das haben wir schon beim Spiel erstellen einmal gemacht. Falls ihr zum Beispiel einen Tycoon macht, dann könnt ihr Building nehmen. Oder meinetwegen Military. Falls euer Spiel so ein Militärspiel ist, könnt ihr machen. Ansonsten lasst es einfach auf All. Playable Devices, hier könnt ihr festlegen, wer euer Spiel spielen darf, beziehungsweise über welches Gerät euer Spiel gespielt werden darf. Und damit sind wir schon fertig mit der Basic Info fürs Spiel. Jetzt kommen wir zu den Permissions. Und hier legt ihr fest, wer darf das Spiel spielen. Und standardmäßig ist es immer erst auf Private. Wenn ihr wollt, dass jeder das Spiel spielen kann, also das Spiel veröffentlichen wollt, dann stellt ihr es auf Public. Dann kann das Spiel von jedem gespielt werden. Oder ihr könnt es auf Friends stellen. Dann könnt nur ihr und eure Freunde reingehen. Wenn ihr es auf Private stellt, dann könnt auch ihr reingehen. Aber ihr müsst das Spiel erstmal finden. Das findet ihr unter roblox.com/create. Und dann müsst ihr das da raussuchen, weil es wird natürlich nicht öffentlich gelistet. Dementsprechend könnt ihr das nicht einfach über euer Profil finden. Auf Monetization geht es darum, Geld zu verdienen. Aus irgendwelchen Gründen gibt es hier oben dann die Möglichkeit, Badges zu erstellen. Das hat früher Robux gekostet. Ihr könnt hier einfach ein Badge erstellen. Badges sind sozusagen Erfolge, Auszeichnungen. Das kennt ihr ja
wenn ihr in ein Roblox-Spiel geht, gibt es Auszeichnungen. Wenn ihr auf Create Badge geht, dann wird auch erstmal die Roblox-Seite geöffnet. Und da bin ich auch gar nicht angemeldet. Also mache ich das einmal kurz, damit ihr seht, was passiert. Zweistufige Verifizierung. Ihr seht, ich habe mir inzwischen einen Sicherheitsschlüssel eingerichtet. Also stecke ich den auch mal ein. Muss dann natürlich hier einmal meinen YubiKey über die virtuelle Maschine connecten und rauftippen. Dann bin ich verifiziert und kann mich anmelden. Und ihr landet auf dieser wunderhübschen Seite, wo ihr dann ein Bild für euer Badge festlegen könnt, einen Namen für euer Badge festlegen könnt, eine Description festlegen könnt und auf Preview drücken könnt und es dann uploadet. Und dann habt ihr ein Badge veröffentlicht. Das geht auf create.roblox.com übrigens ein bisschen schöner. Dafür gebt ihr einfach oben create.roblox.com ein. Kommt dann wieder auf die Create-Website und weil ich gerade angemeldet bin, kann ich hier dann auch auf meinen Place gehen. Bin dann bei der Übersicht, wo ihr übrigens auch ganz viele Grundeinstellungen vornehmen könnt. Grundeinstellungen, Name ist Place 1, Beschreibung könnt ihr hier festlegen. Hier könnt ihr das Erlebnis auf privat oder auf öffentlich stellen. Das bezieht sich dann aufs Erlebnis an sich. Auf Orte könnt ihr gehen, also auf Places und da seht ihr, wir haben Place 1 und Place 2. Wenn ihr auf verbundene Items geht, dann gibt es hier Abzeichen, Pässe und Entwicklerprodukte und bei Abzeichen könnt ihr dann auch wieder ein Badge erstellen und seid dann auf dieser etwas hübscher gestalteten Seite, wo ihr auch wieder ein Bild hochladen könnt, einen Namen festlegen könnt, eine Beschreibung festlegen könnt. Und hier steht dann auch, beachtet, dass die Erstellung der ersten 5 Abzeichen kostenlos ist. Jedes zusätzliche Abzeichen kostet 100 Robux. Also, wenn ihr unbedingt ein Spiel mit vielen Abzeichen machen wollt, warum auch immer ihr das machen wollen würdet, bedenkt das. Das 6. Abzeichen kostet dann wieder Robux. Die ersten 5 sind inzwischen kostenlos. Früher haben alle Abzeichen Robux gekostet. Und wenn ihr dann Abzeichen erstellt habt, dann könnt ihr sie hier verwalten und nochmal Namen und Description anpassen. Image vielleicht auch, weiß ich gar nicht, ob das über diese Seite hier geht. Hier könnt ihr dann auswählen Paid Access. Hier könnt ihr somit festlegen, dass Leute euer Spiel nur betreten können, wenn sie vorher Zugriff gekauft haben. Das haben ja die wenigsten Roblox-Spiele, aber es gibt Spiele, wo ihr zum Beispiel 50, 100, meinetwegen sogar 1000 Robux bezahlen müsst und dann dürft ihr es erst spielen. Das ist eine Option, die habt ihr. Genauso könnt ihr Private Servers erstellen. Ihr könnt Private Servers an- oder ausmachen und dann könnt ihr auch festlegen, ob die kostenlos sein sollen oder wie viele Robux ein Private Server kosten soll. Und hier unten steht dann noch Developer Products und da könnt ihr auf Create drücken. Und damit erstellt ihr dann Dev Products. Was Dev Products sind, wie man damit Geld verdient, das behandeln wir noch in zukünftigen Tutorials, aber hier könnt ihr sie auf jeden Fall erstellen und bearbeiten, genauso wie es ja auch auf der Create-Seite geht. Gehen wir rüber zum Reiter Security, weil hier könnt ihr grundlegende Sicherheitseinstellungen festlegen. Standardmäßig ist erstmal alles aus, damit seid ihr sicher. Es gibt aber manche Funktionen, auf die möchtet ihr zugreifen, damit euer Spiel richtig funktioniert, zum Beispiel Allow HTTP Requests. Wenn euer Spiel halt HTTP-Requests raussendet auf andere Server, dann müsst ihr das aktivieren. Wenn ihr es aktiviert habt, dann funktionieren die Requests. Ansonsten funktionieren halt die Requests nicht und es gibt Fehler. Lasst aber alles erstmal deaktiviert, wenn ihr es nicht benutzt. Weil es kann ja sein, dass sich bei euch ein Virus einschleust, welches auf einen fremden Server kommunizieren möchte. Und wenn ihr das aushabt, geht das nicht. Genauso auch Enable Studio Access to API Services. Das braucht ihr sehr wahrscheinlich, wenn euer Spiel ein bisschen mehr können soll, als einfach nur existieren. Aber lasst es erstmal aus. Hier steht auch, dass man das zum Beispiel braucht für Game Services wie Data Stores. Also wenn ihr Daten speichern wollt, dann müsst ihr das aktivieren, sonst könnt ihr keine Daten speichern. Third-Party-Sales bedeutet, dass ihr Sachen über euer Spiel verkaufen könnt, die nicht euch gehören. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn ihr sowas wie ein Please Donate macht, damit ihr natürlich auch anbieten könnt, Shirts oder Gamepässe von anderen Spielern zu verkaufen. Und Allow Third-Party-Teleport solltet ihr auf jeden Fall auslassen, wenn ihr es nicht benutzt. Damit aktiviert ihr die Möglichkeit, dass eure Spieler in andere Spiele rüber teleportiert werden können. Und das wollt ihr nicht, wenn ihr es nicht wollt. Das machen Viren nämlich gerne, um ihre eigenen Spielerzahlen zu erhöhen. Gehen wir rüber zum Reiter für die Places. Hier seht ihr auch schon, da waren wir beim letzten Mal, seht ihr unsere Places. Wir haben Place 1 und Place 2. Auf Place 1 haben wir eingestellt, dass wir 100 Spieler haben. Auf Place 2 können nur 50 rauf. Wir können hier raufgehen, Configure Place. Und dann haben wir hier wieder diese Einstellungen, wie die Server gefüllt werden sollen. Allow Copying ist übrigens auch eine Einstellung. Wenn ihr das anschaltet, dann können Leute euer Spiel einfach runterladen und sich selbst veröffentlichen. Lasst das aus, wenn ihr nicht unbedingt Open Source sein wollt, weil hiermit wird euer Spiel offengelegt. Gibt natürlich auch Gründe, warum man das anmachen möchte. Das habe ich ja auch mal gemacht. Für die selbstgenerierende Obby habe ich ja auch veröffentlicht auf einem anderen Account. Localization bedeutet praktisch sowas wie Übersetzung. Wenn ihr hier raufgeht, könnt ihr einstellen, die Source-Sprache eures Spiels ist Deutsch. Wenn ihr euer Spiel direkt auf Englisch entwickelt, alle Schilder, alles mögliche auf Englisch macht, dann stellt es auf Englisch, meinetwegen auch Italienisch, Japanisch, was auch immer, könnt ihr hier einstellen zwischen diesen Sprachen. Das ist nämlich wichtig für die Automatic Translation. Hier steht auch, Automatic Translation is unavailable for the current source language. Wenn ihr wollt, dass euer Spiel von anderen Spielern auf der Welt gespielt werden kann und dass sie es verstehen, solltet ihr euer Spiel erstmal auf Englisch komplett entwickeln. Wenn es auf Englisch steht, dann könnt ihr hier nämlich Automatic Translation anmachen. Und dann könnt ihr auswählen, ja, alles anmachen.
Und dann übersetzt Roblox automatisch euer Spiel, alles was in eurem Spiel zu finden ist, auf diese ganzen Sprachen, die ihr hier anschaltet. Das ist zwar ganz cool in der Theorie, aber ihr habt gesehen, wie es am Ende aussieht an ganz vielen anderen Roblox-Spielen, die komisch übersetzt werden. Ihr habt aber mehr Kontrolle darüber, was viele nicht wissen. Das können wir aber später behandeln, wenn wir bei GUIs und sowas sind. Wir stellen es jetzt erstmal wieder auf Deutsch, da gibt es dann keine automatischen Übersetzungen. Ihr könnt natürlich selbst die Übersetzungen veröffentlichen auf der Roblox-Seite und Automatic Text Capture könnt ihr auch anschalten. Wenn ihr das anschaltet, dann macht ihr das in euren Übersetzern einfacher. Wenn ihr das hier beides anschaltet, dann können Leute praktisch euer Spiel übersetzen. Nun gehen wir rüber zum Reiter Avatar. Hier werdet ihr wahrscheinlich nicht unbedingt Sachen anpassen. Ihr könnt ihr nämlich zwischen ein paar Presets wählen. Standardmäßig ist Avatar Type R15 eingestellt, weil R6. Ich weiß, manche Leute mögen das, aber es wird deprecated. Irgendwann wird es kein R6 mehr geben. Es funktioniert ja auch mit ganz vielen neuen Features nicht mehr. Deswegen gebe ich euch den Rat, auch wenn ihr es hübscher findet, wenn Charaktere lockig R6-ig rumlaufen, wie es halt vor 10 Jahren in Roblox war. R15 ist der neue Way to go. Animationen könnt ihr hier auf Standard stellen. Dann hat jeder die Standard R-Throw-Animation. Ansonsten Player's Choice, das bedeutet, jeder Spieler hat seine eigenen Laufanimationen, Sprunganimationen, Kletteranimationen und so weiter. Collision, Outerbox und Innerbox. Das ist erstmal auf Outerbox, wenn ihr keinen anderen Grund dafür habt. Über Collision und Physics können wir nochmal anders reden. Und hier unten könnt ihr Scale einstellen, und zwar eine Range. Wenn ihr nicht wollt, dass Leute mit einem viel zu großen Avatar rumlaufen, dann könnt ihr die Height runterstellen und dann sind alle Leute in eurem Spiel automatisch klein. Das könnt ihr machen. Ihr könnt natürlich auch sagen, alle Leute in eurem Spiel sollen groß sein. Das könnt ihr alles machen, ohne irgendwas zu scripten, weil ihr hier einstellen könnt, in welcher Range sich die Avatare befinden dürfen. Und wenn jemand außerhalb der Range ist, dann wird es halt geklemmt auf die richtige Größe. Wenn ihr den Spielern freie Wahl lassen wollt, dann lasst es so, wie es ist. Und jetzt gehen wir runter und hier könnt ihr Sachen overwriten. Ihr könnt zum Beispiel hier einfach festlegen, jeder Spieler soll ein bestimmtes Gesicht haben. Ihr könnt ihr dann die ID von einem Bild nehmen und die benutzt dann jeder als Gesicht. Genauso könnt ihr auch eine Mesh-ID für einen bestimmten Kopf, Torso, linke Arm, rechte Arm, linkes Bein, rechtes Bein nehmen. Und dann wird das einfach so übernommen. Ihr könnt theoretisch hier festlegen, jeder Spieler soll diesen einen Avatar haben. Und das macht Roblox dann vollkommen alleine, ohne dass ihr was coden müsst. Habe ich persönlich aber noch nie genutzt, diese Funktion hier. Wenn wir weiter runtergehen, gilt das gleiche noch für Clothing. Ihr könnt hier T-Shirts, Shirts und Pants einstellen. Layered Clothing und Accessories werden hier noch nicht supported, weil die sind ja additional, die sind ja jetzt nicht wirklich standardmäßige Items, die jeder hat. Dementsprechend gibt es dafür keinen Support. Das müsst ihr dann coden, wenn ihr das wollt. Aber hier könnt ihr ziemlich viele Sachen einstellen. Ich schlage vor, wenn ihr keinen Grund dafür habt, lasst es so, wie es ist. Und wir gehen rüber zu den World Settings. Hier könnt ihr dann einige lustige Sachen einstellen. Zum Beispiel die Schwerkraft, Gravity. Wenn ihr die höher stellt, dann fallen die alle Sachen schneller nach unten. Wenn ihr sie niedriger stellt, dann fliegt man halt. Wenn man die Gravity auf 0 stellt, wir machen das mal. Wir stellen mal die Gravity auf 0, gehen auf Save hier unten, um die Einstellung, die wir bisher haben, zu speichern. Und er sagte, could not save. Nice. Na gut, wenn er das nicht speichern will, dann lassen wir es einfach erstmal so, wie es ist. Aber ihr könnt hier an sich die Schwerkraft beeinflussen. Ihr könnt hier grundsätzlich die Jump Height einstellen. Roblox arbeitet inzwischen mit Jump Height. Hier könnt ihr einstellen, yo, jeder Spieler soll 7,2 Stats hochspringen können. Stats sind hier diese ganz kleinen Kästchen, das ist jeweils ein Stat. Und Jump Height werden dann 7,2 Stats hoch. Früher hat man mit Jump Power gearbeitet, das ist dann die Kraft, die man hat zum Springen. Aber in Roblox arbeitet man inzwischen eher mit Jump Height. Auch wenn alte Systeme noch häufig auf Jump Power zurückgreifen, ist das halt schlecht greifbar. Man kann sich schlecht vorstellen, was Jump Power bedeutet. Walk ist dann die Geschwindigkeit. Das hier wären dann 16 Stats pro Sekunde, die man sich fortbewegt. Wenn ihr wollt, dass alle Spieler schneller laufen, könnt ihr es auf 32 Stats pro Sekunde umstellen. Und da wird dann auch umgerechnet, wie schnell man dann tatsächlich im Ende ist. Nur mit dem Problem, dass bei mir gerade Roblox Studio ein bisschen buggt, liegt glaube ich daran, dass ich auf einer virtuellen Maschine bin. Da funktioniert alles nicht so gut. Und Max Slope Angle ist dann der Winkel, in dem Spieler sich hoch bewegen können. 89 Grad bedeutet, Spieler kommen eigentlich überall hoch. Es sei denn, es ist eine Wand, dann kommen sie die nicht hoch. Wenn ihr es niedriger stellt, dann können Spieler auch nicht mehr so gut klettern. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel das Ding hier rotieren, sodass es so ein 45 Grad schräg ist, und dann in den Game Settings einstellen, dass unser Max Slope Angle bei 40 Grad liegt. Okay, ich habe irgendwie Probleme gerade mit Roblox Studio, deswegen stelle ich das kurz woanders ein. So, ich habe es jetzt woanders eingestellt, dass es auch hoffentlich übernommen wird. Dann, wenn wir jetzt Max Slope Angle auf 40 Grad haben, dann kommen wir hier nicht hoch. Dann ist es zu schwer für unseren Charakter hier hochzukommen. Ihr seht das, ich rutsche einfach ab. Das könnt ihr machen, ihr könnt das so machen, dann kommen Spieler solche Schrägen nicht mehr hoch. Wenn das wichtig ist für euer Spiel,
klar, mach das. Ich mach das Party auf jeden Fall wieder weg. Hab auch den Max-Slope-Angle wieder auf 89 Grad gestellt. Und diese Game-Settings hier, also Avatar und World, sind Sachen, die ich normalerweise nicht anrühre, weil ihr könnt das, was ihr hier einstellt, auch an anderen Stellen im Spiel einstellen, wo ich finde, wo es mehr Sinn macht. Aber ihr könnt es hier machen und dann gehen wir einmal noch auf Other, hier ganz unten. Und hier könnt ihr Enable Collaborative Editing einstellen. Das ist eine Einstellung, die ist in den meisten Fällen richtig anstrengend. Die bezieht sich auf Team Create, also wenn ihr zusammen mit anderen Spielern an diesem Spiel entwickelt, dann könnt ihr das ja anstellen. Dann müssen alle Leute ihre Script-Änderungen, die sie gemacht haben, erstmal pushen, bevor sie übernommen werden. Und wenn ihr das vergesst und dann vielleicht auch noch die Drafts entfernt, dann ist alles im Arsch. Also am besten auslassen, wenn ihr nicht wisst, was ihr macht. Und was Team Create ist, behandeln wir auch noch in einem anderen Video. Hier könnt ihr Shutdown All Servers machen. Damit könnt ihr alle Server, die gerade aktuell laufen, einfach Shutdown. Die werden dann neu gestartet, falls ihr gerade ein neues Update veröffentlicht habt. Und Spatial Voice könnt ihr hier aktivieren. Wenn ihr das hier anmacht, dann ist in eurem Spiel Voice Chat aktiviert. Aber das funktioniert nur, wenn auf eurem Place weniger als 31 Spieler erlaubt sind. Das heißt, wenn ihr hier auf Places geht und ihr seht, Place 1 hat Max Spieler 100, dann funktioniert Voice Chat nicht. Und wir wollen ja, dass Voice Chat funktioniert, also müsst ihr dann wieder auf Configure Place gehen und dann den Max Players auf 30 stellen und dann wird auch wieder Voice Chat funktionieren. In Zukunft kann sich das vielleicht auch wieder ändern, wenn sie bei Spatial Voice ein paar Änderungen machen. Aktuell ist es ja immer noch in der Beta und bisher begrenzt auf 30 Spieler Server. Das waren aber schon alle Game Settings, die es hier so gibt. Es gibt noch viel mehr Einstellungen, die man übernehmen kann über andere Wege. Was das aber für andere Möglichkeiten sind, hier die Spielsettings einzustellen, das behandeln wir in anderen Videos, wenn wir uns ums Interface kümmern, wenn wir uns ums GUI kümmern. Als nächstes wird es dann wahrscheinlich um die Navigation gehen, um die ganzen Reiter hier oben und was die alle machen. Ganz genau weiß ich jetzt nicht, was auf dem Plan fürs nächste Video steht, weil das erfordert echt viel Planung von mir, zu gucken, was ich euch als nächstes zeige. Aber wir werden das schon hinkriegen. Wenn ich irgendwo zu schnell war, wenn ich irgendwas vergessen habe oder etwas ausführlicher erklären soll, schreibt es mir in die Kommentare. Ich kann noch ein extra Video dazu machen. Wie gesagt, Team Create kommt theoretisch auch noch jetzt hier dazu. Ich glaube, ich werde das aber aufschieben, genauso wie dieses Roblox Studio Settings Ding, weil ich glaube, die Studio Settings und Team Create sind so Nebenbei-Themen, die können wir wann anders behandeln, wenn die Nachfrage genug da ist. Ich möchte erstmal ein bisschen vorankommen, deswegen geht es in den nächsten Videos wahrscheinlich erstmal um die Navigation in dem GUI. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst aber auch gerne einen Like und ein Abo da. Bis dann und ciao!